zum Tag der Schiene. Die erste Eisenbahn in Deutschland hatte am 7. Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth ihre Jungfernfahrt. Heute eröffnen wir mit dem Nachbau der historischen Lokomotive den bundesweiten Tag der Schiene. Und damit herzlich willkommen an Bord unserer Sonderfahrt.
Ihr Zugteam begrüßt Sie bei der Auftaktveranstaltung zum Tag der Schiene. Verkehrsminister Christian Bernreiter, Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Jose und Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene wünschen Ihnen spannende Einblicke und gute Fahrt. Ja, herzlich willkommen. Als erster des eben angekündigten Zugteams darf ich hier zu Ihnen sprechen. Sehr geehrter Herr Staatsminister Bernreiter, lieber Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene, sehr geehrte Festgäste, lieber Herr Martin Seiler, unser Personalvorstand aus Berlin ist auch selbst gekommen. Das freut mich wirklich sehr. Sehr geehrter Herr Dr. Mertens hier vom DB-Museum, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist mir eine persönliche Freude, hier zur Auftaktveranstaltung zum Tag der Schiene in diesem feierlichen, diesem würdigen Rahmen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen hier im DB-Museum in Nürnberg. Schön, dass Sie alle hierher gekommen sind. Der Auftakt hier in Veranstaltung Tag der Schiene passt hervorragend. Zum einen wissen alle, die erste Zugfahrt startete hier in Nürnberg am 7. Dezember 1835 und deshalb war es auch richtig, dass wir eben mit dem Adler angereist sind. Zum anderen gab es hier im Freistaat Bayern in den vergangenen Jahren schon zahlreiche regionale Bahntage. Also hier, sagen wir, der Gedanke, die Idee der Bahntage wird jetzt bundesweit realisiert. Und verantwortlich in der Organisation waren die Allianz pro Schiene und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und die haben bundesweit die Veranstaltung koordiniert und die vor Ort von zahlreichen Akteuren ausgerichtet werden. Da gibt es Lokomotivhersteller, Forschungsinstitutionen, Eisenbahnverkehrsunternehmen und Museen und Traditionsbahnen, die das ausrichten. Sie sehen, es ist ein breites Angebot. Insgesamt gibt es fast 200 Veranstaltungen bundesweit, die an den kommenden beiden Tagen auf die Beine gestellt werden. Wir als Deutsche Bahn engagieren uns sehr gerne hier bei dieser tollen Aktion. Wir sind bundesweit mit über 80 Veranstaltungen hier dabei und bringen uns in den Tag der Schiene ein. Und mit ein bisschen Stolz kann ich sagen, dass wir hier in Bayern 17 Veranstaltungen durchführen. Damit sind wir hier Spitzenreiter. Am morgigen 16. September und dann am Samstag, 17. September, findet also erstmalig der bundesweite Tag der Schiene statt. Mit diesen Veranstaltungen ermöglicht die Bahnbranche den Blick hinter den Kulissen. Und wir möchten damit, mit dieser ganzen großen Vielfalt und Bandbreite, möchten wir auch junge Menschen begeistern, die bislang vielleicht noch keinen emotionalen Bezug zum Schienenverkehr haben. Die Strategie Starke Schiene begleitet die Bahnbranche seit einigen Jahren. Und wir haben alle das Anliegen, das elementare Anliegen, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Und die große Herausforderung für uns alle ist die Umsetzung. Und da brauchen wir Fachkräfte und es gilt also, diese Fachkräfte zu gewinnen. Und unser Ziel ist es, dass wir mit diesem Tag der Schiene begeistern können und dass wir sehr viele junge Menschen oder Leute, die ihren Beruf wechseln wollen, die was Neues machen wollen, dass wir sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen für die Branche, für unsere Bahnbranche gewinnen können. Wir als Deutsche Bahn haben in den letzten 3 Jahren rund 80.000 Mitarbeitende eingestellt und das große Interesse zeigt hier bei unseren Bewerbungen, dass die Eisenbahnbranche wirklich ein attraktiver Arbeitgeber ist, dass hier eine Neugier da ist und vor allen Dingen, wir haben sichere Arbeitsplätze, nicht nur spannende, sondern auch sichere Zukunftsjobs und so werden wir wahrgenommen. Wir freuen uns über die vielen Talente, mit denen wir dann die Verkehrswende weiter vorantreiben wollen und können. Einen erfolgreichen Tag der Schiene können wir nur durch die zahlreichen engagierten Organisatorinnen und Organisatoren der Veranstaltung erreichen. Und an dieser Stelle
schon mal herzlich, meinen herzlichsten Dank dafür. Vielen Dank für Ihr Engagement. Lassen Sie uns an den beiden kommenden Tagen gemeinsam spannende Eindrücke der Eisenbahnwelt vermitteln. Und ich hoffe, dass wir sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen begeistern können und wünsche uns jetzt eine schöne Auftaktveranstaltung hier in dieser wunderbaren Location und dann morgen, übermorgen begeisternde Veranstaltung für viele Interessenten. Herzlichen Dank. Und nach meiner. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Passagiere, wir bitten nun um Aufmerksamkeit für Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Ja, sehr geehrter Herr Jusel, sehr geehrter Herr Pflege, Herr Seiler, meine Damen und Herren Abgeordneten des Deutschen Bundestags und des Bayerischen Landtags, sehr geehrte Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, sehr geehrte Mitwirkende, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Ich freue mich, dass ich im Museum der Deutschen Bahn hier in Nürnberg sein kann und gemeinsam dürfen wir heute den Startschuss für den Tag der Schiene geben. Ich darf Sie auch ganz herzlich von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder grüßen und Ihnen auch die besten Wünsche der gesamten Bayerischen Staatsregierung überbringen. Mobilität ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir alle wollen noch mehr Menschen für die Schiene begeistern und dazu motivieren, auf die Bahn umzusteigen. Deshalb müssen wir uns in diesem Bereich noch besser aufstellen. Wir müssen hier fit für die Zukunft werden. Seit Wochen überlagert die Debatte um das 9-Euro-Ticket die Schlagzeilen. Doch morgen und übermorgen stehen unsere Eisenbahn und ihre vielen Beschäftigten im Mittelpunkt. Erstmals ist der Tag der Schiene eine bundesweite Veranstaltung. Als bayerischer Verkehrsminister freut es mich natürlich sehr, dass die bayerische Idee eines nationalen Schienentags in Berlin Anklang gefunden hat und jetzt auch umgesetzt wird. Und es macht mich stolz, dass wir die Eröffnungsveranstaltung in Bayern durchführen dürfen. Am Tag der Schiene können wir sehen, wie vielfältig der Eisenbahnsektor ist und wie umfangreich und anspruchsvoll das Aufgabenspektrum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Mit solchen Formaten leisten wir wichtige Einblicke und zeigen, wie attraktiv die Bahnbranche ist. Gleichzeitig unterstreichen wir die Bedeutung der Schiene. Die zentrale Rolle der Schiene wurde auch bei der 11. Deutschen Konferenz für Mobilitätsmanagement, die Anfang der Woche stattgefunden hat, betont. Heute Mittag gab es auch noch einen Bahngipfel mit Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing in Berlin. Und als bayerischer Standort kann ich für die heutige Eröffnung eigentlich nur Nürnberg auswählen als die Wiege der deutschen Eisenbahn. Und darum hat es da gar keine Diskussionen gegeben. Wir sind hier in Nürnberg, um diesen Tag entsprechend dann auch zu eröffnen. Die Geschichtsinteressierten unter Ihnen wissen natürlich, dass es die erste Personenzugfahrt mit dem Adler von Nürnberg nach Fürth schon im Dezember 1835 gab. Die Strecke war zwar nur 6 Kilometer lang und man brauchte 9 Minuten, aber von dort aus hat sich das Schienennetz über ganz Deutschland ausgebreitet. Und wir sind gerade mit dem Adlernachbau zur Veranstaltung eingefahren, sondern das ist der Kontrast. Ich bin gerade vorher von Neustadt an der Aisch nach Nürnberg Hauptbahnhof mit einem Wasserstoffzug gefahren und jetzt mit der alten Adler hierher. Und die war zwar nicht so schnell wie ein ICE mit den Spitzengeschwindigkeiten von 300 Stundenkilometer, aber dafür immer noch sehr, sehr beeindruckend. Und hier werden Tradition und Fortschritt vereint. Seit 187 Jahren gibt es in Deutschland den Beruf des Lokführers und er ist so spannend wie verantwortungsvoll. In meiner Jugend wollte nahezu jeder Bub Lokführer werden. Heute ist der Berufswunsch leider nicht mehr so weit verbreitet. Daher freue ich mich besonders, dass heute junge Gesichter dabei sind, die wir ganz bewusst heute eingeladen haben. Denn die begeisterten Kinder von heute sind die Lokführer, Bahningenieure und Bahnkunden von morgen. Denn wir wollen den Tag der Schiene auch nutzen, um viele junge Menschen für die Schiene und Berufsfelder rund um die Schiene zu begeistern. Gerade die Bahnbranche braucht engagierte Fachkräfte. Wir alle haben hohe Ansprüche an die Mobilität der Zukunft. Sie soll modern, bedarfsgerecht, klimafreundlich und vor allem auch bezahlbar sein.
Das ist eine Mammutaufgabe, bei der wir alle gemeinsam gefordert sind und jeder kann einen Beitrag leisten und aktiv mitwirken. Für die Schiene heißt das, wir brauchen auch Menschen, die Züge fahren. Und ich habe vorher gerade erzählt, ich bin erst kürzlich in einer Lokomotive den Brenner hochgefahren. Also ist höchste Konzentration gefordert und ich habe ganz großen Respekt vor dieser Leistung. Wir brauchen auch hilfsbereite Menschen im Bordservice, die den Aufenthalt zum tollen Erlebnis machen. Wir brauchen Organisationstalente als Fahrdienstleiter und Fahrplaner. Wir brauchen Ingenieure, die Züge entwickeln, Bahnhöfe renovieren und Ausbaustrecken planen. Und wir brauchen innovative Forscher für die Antriebstechnologien und Fahrkonzepte von morgen. Also das Berufsfeld ist sehr, sehr vielseitig. Für alle, die noch nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht, da habe ich einen Tipp. Bewegen Sie Deutschland. Und das klimafreundlich, flexibel und effizient. Wir müssen den Bahnsektor insgesamt weiter voranbringen, denn seine volkswirtschaftliche Bedeutung ist groß. Die Bahnbranche sichert ca. 400.000 Vollzeitarbeitsplätze. Mit Zulieferern sind es sogar 550.000 Stellen. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern, denn der Bedarf ist enorm. Das Transportvolumen steigt und es gibt Steigerungen im Güter- und Personennahverkehr und Personenverkehr insgesamt. Allein beim Blick auf die prognostizierten Fahrgastzahlen sieht man den immensen Beschäftigungsbedarf. Die Schiene stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie vernetzt Menschen, Güter und Dienstleistungen. Aber hinter uns liegen anspruchsvolle Jahre. Flüchtlingstransporte, Corona und das 9-Euro-Ticket haben die deutsche Eisenbahnfamilie oft ans Limit gebracht. Und in Zukunft, die nächsten Wochen, Monate, werden alle stark gefordert sein. Es geht auch zum Beispiel um Kohletransporte, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Auch das hohe Passagieraufkommen geht natürlich nicht spurlos an so einem komplexen System vorbei. Deshalb setzen wir alles daran, die aktuell Beschäftigten zu halten. Wir wissen um ihr Engagement und ihre Leistungen. Ich möchte deshalb auch ganz bewusst mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die dieses komplexe Räderwerk am Laufen halten. Also, herzlichen Vergelt's Gott für Ihren großartigen Einsatz. Natürlich kann man bemängeln, dass die Räder in der Vergangenheit nicht ausreichend geölt wurden. Verbesserungsbedarf gibt es immer. Andererseits möchte ich schon auch darauf hinweisen, dass auch wichtige Weichenstellungen für die deutsche Eisenbahn vorgenommen worden sind. Der Deutschlandtakt, der Investitionshochlauf, die deutlichen Personalmehrungen, der Abschied der Börsenpläne für die Deutschen Bahn. In den nächsten 2 Tagen wollen wir Ihnen vor allem zeigen, wie das hochkomplexe Räderwerk funktioniert und welche Herausforderungen es jeden Tag meistert. Schauen Sie mit uns hinter die Kulissen der Welt der Eisenbahn. Ich bin mir sicher, dass die Premiere des Nationalen Tags der Schiene ein voller Erfolg wird. Der Herr Josel hat gerade darauf hingewiesen und auch wir als Freistaat möchten unseren Teil dazu beitragen. Allein in Bayern wird es über 50 spannende Veranstaltungen geben und damit setzen wir neue Maßstäbe. Der Pflege hat gerade gesagt, aktuell sind es in Deutschland weit über 300 und ich glaube, das kann sich sehr, sehr sehen lassen. Dabei zeigen wir bei uns in Bayern die Vielfalt der Bahnbranche. Zum Beispiel werden in München Siemens-Loks gebaut oder wie auch das Elektroniknetz-Zentralwerk der DB in München arbeitet. Wir bringen alt und neu zusammen, so zeigt das Deutsche Dampflokomotivmuseum in Neuenmarkt-Wirsberg mit einer modernen Zweikraftlok auch neue Entwicklungen in den Antriebstechniken. Wir bringen Groß und Klein zusammen. In Landshut kommen Miniaturbahnliebhaber auf ihre Kosten. Und. Das waren nur wenige Beispiele, was alles geboten ist. Also Sie sehen, beim Tag der Schiene ist für alle was dabei. Bayern ist Bahnland und wir sind uns der Tradition und der wichtigen Aufgaben der Eisenbahn in der Gegenwart und in der Zukunft bewusst. Und nach dem Europäischen Jahr der Schiene im letzten Jahr erleben wir jetzt im September nicht nur den Tag der Schiene, sondern eigentlich gleich Schienenwochen. Nächste Woche trifft sich endlich wieder die weltweite Bahnszene bei der wichtigsten Bahnmesse InnoTrans in Berlin. Und in Bayern startet übermorgen das Oktoberfest. Und auch dafür brauchen wir eine funktionierende Bahn, um vor allem dann einfühlsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Ansturm bewältigen. Meine Damen und Herren, ich danke allen Veranstaltern für ihr Engagement und wünsche ihr gutes Gelingen für den Tag der Schiene.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Livestream, egal ob aus Bayern oder aus dem restlichen Bundesgebiet. Sie machen den Tag erst lebendig und gemeinsam wollen wir für das Thema Schiene begeistern. Lassen Sie uns diesen Elan und diese Aufbruchstimmung nutzen, damit der Tag der Schiene künftig Tradition wird und damit es mit der Schiene in allen Bereichen weiter auch aufwärts geht. Mein besonderer Dank geht auch an die Deutsche Bahn, dass wir heute diese schöne Örtlichkeit mit so vielen Eisenbahnfans nutzen dürfen. Mein Dank geht auch an die Allianz pro Schiene, die gewissermaßen die Lokomotive für den Tag der Schiene ist. Und mein Dank gilt natürlich allen Mitwirkenden an diesem besonderen Tag. Jetzt wünsche ich uns alle einen schönen Abend und allen Besucherinnen und Besuchern des Tags der Schiene spannende und vor allem sehr interessante Einblicke. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, nun wird Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene und Organisator des Tags der Schiene, sprechen. Sehr geehrter Herr Minister Bernreiter, lieber Klaus-Dieter Josel, lieber Herr Seiler, ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich hier heute stehen darf beim Tag der Schiene, bundesweiten Eröffnung hier in Nürnberg. Ich freue mich, dass wir eine Live-Übertragung haben, dass die Menschen in der Republik zuschauen können. Und ich freue mich über das rege Interesse hier im DB-Museum. Viele Menschen, die die Köpfe recken, lange Hälse zwischen tollen historischen Zügen. Das können Sie draußen an den Bildschirmen, glaube ich, gar nicht sehen. Sie haben eben den Adler einfahren sehen, wo wir mitfahren durften. Das war ein sehr, sehr würdiger Beginn dieser Veranstaltung. Und ich glaube, diese Bilder, die man jetzt hier schon als Vorahnung für den bundesweiten Tag der Schiene bekommen kann, die sprechen für sich. Und ich will das ganz bewusst am Anfang meiner kurzen Grußworte oder kurzen Grußrede auch thematisieren. Der Minister hat eben gesagt, verbessern kann man immer irgendwas und die Räder sind vielleicht nicht so ganz toll geölt. Ich habe im ICE, als ich heute von Berlin hier nach Nürnberg gefahren bin, habe ich einen Kommentar der Saarbrücker Zeitung gelesen, wo die Frage aufgeworfen wurde, darf man überhaupt einen Tag der Schiene feiern? Was soll diese ganze Feierei, wo doch so viel nicht so gut funktioniert? Wir alle wissen, dass Züge oft verspätet sind und so weiter. Will ich gar nicht alles an diesem Tag berichten. Ich habe da eine klare Meinung zu. Natürlich dürfen wir feiern, auch wenn nicht alles immer gut geölt ist und es Verbesserungsbedarf gibt. Es gibt so viele Menschen in der Bahnbranche, sei es, dass sie in der Bahnindustrie arbeiten, Züge bauen, sei es, dass sie als Lokführer oder Lokführerin arbeiten, sei es, dass sie Wagenmeister, Wagenmeisterin sind, egal in welchen Berufen, die machen einen super Job. Und von denen liest und hört man aber in den Medien nichts, 364 Tage im Jahr. Und das ist einer der Gründe, dass wir diesen Menschen, die so viel Tolles leisten, dass wir denen einmal im Jahr die Bühne bieten wollen, dass sie die Tore aufmachen können bei ihren Werken, dass sie stolz zeigen können, was sie alles Tolles machen und dass sie auch denjenigen, die manchmal im Alltag zu Recht an Unzulänglichkeiten verzweifeln, die das System Schiene zweifelsohne hat, dass man denjenigen auch erklären kann, woran einige Dinge liegen. Es ist eben einiges sehr erklärungsbedürftig, sehr komplex, gerade beim System Schiene. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Gutes, was wir hier allen Beschäftigten in der Bahnbranche, die mit Engagement und Leidenschaft dabei sind, dass wir denen das bieten können, einmal im Jahr feiern und nicht nur nörgeln und sich beschweren. Der Minister hat es eben schon gesagt, es sind mittlerweile über 300 Veranstaltungen. Das macht uns stolz als Allianz pro Schiene, die wir eben als Lokomotive bezeichnet worden sind für den Tag der Schiene. Das ist hier, wenn man bei diesem Fuhrpark steht, ist das sicherlich ein schönes Bild. Ich würde es in meinen Worten so ausdrücken, die Idee für den bundesweiten Tag der Schiene, die kommt aus Bayern. Das Herzblut für den Tag der Schiene kommt von der Allianz pro Schiene und das Engagement für den Tag der Schiene, das kommt aus ganz Deutschland.
Wir haben überall dezentrale Veranstaltungen. Die Veranstaltungen organisieren sich vor Ort. Das wächst von unten. Das ist beste Start-up-Mentalität. Da gibt es keine Ansage aus Berlin, was man zu tun hat, weder vom Ministerium noch von sonst jemandem. Das ist Leidenschaft und Engagement vor Ort. Über 300 Veranstaltungen mit extrem kurzem Vorlauf. Wir kriegen als Allianz pro Schiene keinerlei finanzielle Unterstützung für diese Koordination der ganzen Veranstaltung, haben das mit unserem kleinen Vereinsbudget selber gestemmt. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Grund zu feiern, was für Power in der Branche steckt, was für Engagement. Und für mich ist das eine tierische Motivation, diesen Tag der Schiene. Und selbst wenn es wieder nur Bordmittel sind, die wir haben, im nächsten, im übernächsten und in den ganzen Folgejahren auch weiterzumachen. Warum, finde ich, sind wir eigentlich an einem idealtypischen Ort heute? Nürnberg. Klar, 1835, der Adler, erste Zugfahrt mit dem Lokführer Wilson übrigens, habe ich mir auch sogar gemerkt. Es war ein tolles Erlebnis eben, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Bin noch nie mit der Adler-Nachbildung gefahren, logischerweise. Dieses Glück ist nur wenigen Menschen, glaube ich, vergönnt. Aber warum ist Nürnberg nicht nur historisch gesehen der ideale Ort, um einen bundesweiten Tag der Schiene zu eröffnen? Nürnberg ist auch Sinnbild für Hightech und Zukunft, weil Eisenbahn ist nicht nur Geschichte. Eisenbahn ist nicht nur Technikromantik. Eisenbahn ist Zukunft. Eisenbahn ist Hightech. Und das sieht man eben auch in Nürnberg idealerweise. Hier fährt seit vielen Jahren eine vollautomatische U-Bahn. Ja? Und seit 1982 fahren vollautomatische U-Bahnen im französischen Rennen, ging es los, 1982. Und wir haben einen Wahnsinnsvorsprung technologisch, was vollautomatisches Fahren geht im Vergleich zum Straßenverkehr. Da reden alle davon, aber bis heute fährt kein einziges Auto komplett fahrerlos. Wir haben in 15 Städten Europas haben wir fahrerlose U-Bahn-Systeme. Gestern ist in Hamburg die S-Bahn komplett fahrerlos gefahren. Wir haben einen Wahnsinnsvorsprung. Das ist ein Symbol dafür, dass wir auch Hightech haben auf der Schiene. Insofern ist Nürnberg idealtypisch für diese Eröffnung. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an den Freistaat, wie man ja hier sagt, an den Freistaat Bayern. Ihr seid wirklich spitze, nicht nur im Feiern, ob das Oktoberfest ist oder im Organisieren. Ihr seid von den Bundesländern auf Platz 1. Und da komme ich wieder zurück zu der Frau, die da aus Saarbrücken das kritisch in den Medien heute kommentiert hat. Die Bayern wissen zu feiern, das ist gut so. Und lasst uns heute feiern. Die bundesweiten Festtage der Schiene sind hiermit eröffnet in Bayern und im Rest der Republik. Ich freue mich auf zwei tolle Tage. Dankeschön. Jetzt bitte einsteigen und Vorsicht bei der Abfahrt. Der erste bundesweite Tag der Schiene ist hiermit eröffnet. Vielen Dank für Ihre Reise mit uns. Wir verabschieden uns von allen Zuschauern des Livestreams und wünschen einen schönen Abend. Sie erreichen morgen und übermorgen die Anschlüsse zu rund 280 Destinationen beim Tag der Schiene. Dort freuen sich alle, Ihre Gastgeber zu sein und Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Im DB-Museum werden nun die Chatbreakers für Ihre Unterhaltung sorgen. Bitte beachten Sie,
Das Bordbistro ist heute bis 21 Uhr geöffnet und auf der Freifläche können Sie noch den Adler bewundern. Viel Spaß!